Dieses Video hilft dir beim Wechsel des Bremshebels an Magura CT-Scheibenbremsen. Eine Beschreibung des benötigten Werkzeugs findest du in der Beschreibung dieses Videos. Achte beim Durchschlagen des Bolzens darauf, ihn von unten nach oben auszuschlagen. Platziere hierfür den Bremsgriff mit dem Ausgleichsbehälter auf einer geeigneten Unterlage, zum Beispiel einer Paketbandrolle. Schlage den Hebellagerstift nun vorsichtig mit einem 3,5 mm Durchschlag aus. Der Hebellagerstift kann hierbei zu ca. 2 mm im Bremsgriff verbleiben. Entferne anschließend den alten Hebel aus dem Bremsgriff und setze den neuen Hebel ein. Achte beim Einsetzen des neuen Hebels darauf, den Hebel so zu positionieren, dass die Öffnungen des Hebels und des Bremsgriffes übereinander liegen. Drücke den Hebellagerstift im Anschluss zunächst per Hand in den Bremsgriff und lege diesen dann auf eine Unterlage, um den Hebellagerstift anschließend fein mit einem Durchschlag einzuschlagen. Der Hebellagerstift sollte auf der Unterseite des Gehäuses bündig abschließen. Prüfe zuletzt die einwandfreie Funktion der Bremse und Freigängigkeit des Hebels. Weitere Informationen findest du im Servicebereich unter magura.com oder persönlich bei deinem Magura-Fachhändler. Bei spezifischen Fragen stehen wir dir zusätzlich in den Chats unserer Social-Media-Kanäle zur Verfügung.